Ja, heute haben wir einen wirklich alten Bekannten vor der Kamera, Okan Yilmaz. Okan, mir persönlich freut es ja sehr, dass du wieder da bist. Du bist ja echt ein quasi Urgestein des FC Wacker Innsbruck. Du bist ja schon seit Ewigkeiten beim Verein gewesen. Okan, wo ich das erste Mal gesehen habe, war beim Jablonetz-Testspiel. Und es hat mich gewundert, dass du überhaupt bei uns gewesen bist. Und du hast dann gesagt, ja, du möchtest dich einfach fit halten und niemand hätte damit gerechnet, dass du dann bei uns in der 5. Liga spielst. Wie ist denn dazu gekommen? Ja, es war halt so, dass ich mich fit halten wollte und da hat sich das mit Wacker Innsbruck super ergeben, weil ich in Sebi auch schon länger kenne, mit ihm zusammengespielt habe und waren gute Trainingseinheiten für mich. Und wie es jetzt dann schlussendlich dazu gekommen ist, dass ich da unterschrieben habe, hat sich halt so ergeben, wegen private und familiäre Gründe, sage ich jetzt mal. Jetzt bin ich froh, dass ich da bin. Ja, wie war das zurückgekommen an die alte Wirkungsstätte? Ja, also im ersten Heimspiel, wo ich da willkommen worden bin von den Fans, das war schon echt ein gewaltiges Gefühl, muss ich sagen. Hat mir einfach voll gefreut. Mhm. Erstes Spiel, erstes Tor. Einstand nach Maß sozusagen. Ja, im ersten Spiel habe ich ein Kontor geschossen. Erstes Heimspiel. Genau. Da habe ich einen Elfer rausgeholt und habe mich verletzt. Aber im zweiten Spiel hat es geklappt. Mhm. super für den Verein. Tore zu schießen und für mich selber. Genau, deswegen mache ich es. Hm. Bleiben wir kurz beim ersten Spiel. Ein paar Minuten, dann das Elferfoul und dann leider Gottes schon ausgefallen wegen einer Verletzung. Wie geht's dir denn? Ja, also überraschenderweise sehr gut. Die Ärzte hätten gemeint, ich brauche längere Pause, aber es geht echt schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Habe mit meinen Therapeuten gleich am nächsten Tag angefangen und bin gut zurückgekommen, sage ich jetzt einmal. Ja, du hast schon eine Spielpause gehabt und nachher tatsächlich gleich schon das erste Tor geschossen. Du hast aber bei dem Spiel auch familiäre Unterstützung gehabt im Stadion, wie ich davor gehabt. Erzähl ein bisschen. Ja, meine größten Fans, mein Bruder und mein Papa und meine Schwester natürlich, sind immer da. Und ja, das ist für ihn sicher ganz schönes Erlebnis, wenn wir als Mannschaft mit ihm jubeln und ja, er hat sich am meisten gefreut und das freut uns natürlich auch. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Breitenbach-Spiel. Das Ergebnis von 4:0 klingt gut, aber ganz ehrlich, man hat brutal viele Chancen liegen lassen, oder? Ja, das sehe ich auch so. Wir haben sehr, sehr viele Chancen gehabt. Zweite Halbzeit haben wir sie dann mehr oder weniger genutzt. Man kann vielleicht nicht jede Torschance verwerten, aber wir werden einfach daran arbeiten und schauen, dass wir effizienter vom Tor werden und mit weniger Torschancen mehr Tore erzielen. Jetzt haben wir ja alle Pflichtspiele bisher gewonnen. Das ist ein perfekter Start. Was macht das mit dir als Einzelspieler und was macht das mit der Mannschaft? Ja, das ist super. Allein, wie man sich halt nach einer Serie fühlt. Jeder ist gut gelaunt, die Kabine hat eine super Stimmung. Natürlich ist es erst das dritte Spiel, sage ich jetzt einmal. Aber es kann für uns, also von uns aus, weiter, so weitergehen. Es macht einfach riesig Spaß. Der nächste Gegner ist Lengenfeld. Für den gilt genau dasselbe, auch alle Spiele gewonnen und wenn das Spiel tatsächlich stattfinden kann, aufgrund der Hochwasser in den letzten Tagen ist es noch nicht ganz sicher, aber wenn das Spiel stattfinden kann, ist es das Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter. Wie geht man in so eine Partie? Ja, wir hoffen natürlich, dass das Spiel stattfindet, wir brennen auf die Partie. Bin gespannt auf den Gegner. Sicherlich ein sehr guter Gegner. Hat auch in drei Spielen 3 Siege geholt.
Das wird ein guter Gradmesser sein für uns in der Liga. Und wir hoffen einfach, dass das Spiel stattfindet, dass wir da anreden können. Ja, okay, das wünschen wir uns alle. Ich bedanke mich sehr fürs Interview. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel, viel Erfolg. Danke.